Dabei unter anderen Julie C., Moritz Rinke und Julia Frank. Sie wollen die Bundesregierung auffordern, im NSA-Skandal endlich zu handeln. Marsch aufs Kanzleramt haben die Schriftsteller ihre Aktion genannt. Denn es geht ihnen so kurz vor der Wahl nicht um eine Partei, sondern um die Regierenden. Die Künstler wollen die aufrütteln, die etwas ändern könnten, die Bürger schützen könnten. Aber bisher nach Meinung der Schriftsteller zu wenig tun. Die machen sich nicht klar, was mit diesen Informationen einfach möglich ist. Die verstehen nicht, was Datenfusion bedeutet. Die verstehen nicht, was es bedeutet, das Verhalten von Personen vorhersagen zu können. Die fragen sich nicht, wie gehen wir damit um, wenn wir eines Tages ein Profil haben und das ergibt, mit 80%iger Wahrscheinlichkeit wird Herr Müller seine Frau töten. Was machen wir jetzt? In einem offenen Brief an die Kanzlerin haben die Schriftsteller ihre Besorgnis geäußert und Taten gefordert. Im Internet sammelten sie dafür über 67.000 Unterschriften. Sie wollen ihre Prominenz nutzen, um auf das Thema aufmerksam zu machen, das bisher ihrer Meinung nach unterschätzt wurde. Es geht um was eigentlich sehr Abstraktes, nicht was ist Freiheit. Aber wenn man weiß, wie kürzlich rauskam, dass die Amerikaner, obwohl es ein Abkommen gibt, trotzdem alle unsere Bankbewegungen mitlesen, dann ist doch klar, dass wir das nicht wollen. Die Schriftsteller fordern von der nächsten Bundesregierung mehr Grundrechtsschutz, ein digitales Verbraucherschutzrecht und dass Deutschland in Europa vorangehe bei der Durchsetzung eines wirksamen europäischen Datenschutzabkommens.